Hallo, heute will ich euch mal mein Fladenbrot vorstellen. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür Mehl, Kümmel, Hefe, Joghurt, Salz, Zucker und Öl. Und ganz wichtig natürlich dann noch Wasser. So, als erstes nehme ich 500 Milliliter lauwarmes Wasser und kippe das in meine Schüssel hinein. Dann nehme ich 2 Teelöffel Zucker, 1, 2, dann nehme ich 2 Teelöffel Salz, so, 1, zwei. Dann nehme ich 4 Esslöffel Sonnenblumenöl. 1, 2, 3, 4. Dann nehme ich 2 Packungen Trockenhefe. Mach das schon mal hier mit ins Wasser hinein. So, 1. 2. Und verrühre das schon mal. Jetzt nehme ich 900 Gramm Mehl und gebe es hier hinzu. So, jetzt nehme ich meinen Naturjoghurt, davon 3 Löffel, 3,5% Fett hat der. So. Jetzt kann ich anfangen, den Teig zu verkneten. Ein ganz toller Tipp ist, vor dem Kneten die Hände mit Öl einzuschmieren, weil dann bleibt der Teig nämlich nicht allzu sehr dran kleben und man kann ihn dann schön wieder von Händen abmachen. So, nun lasse ich den Teig dann eine halbe bis dreiviertel Stunde aufgehen an einem warmen Ort, bis ich ihn dann weiter verarbeiten kann. So, nun ist mein Teig aufgegangen. Jetzt kann ich ihn zum Fladenbrot verarbeiten. So, jetzt habe ich ein Stück von dem Teig genommen und habe ihn zum Fladen verarbeitet. Und jetzt lasse ich ihn nochmal so 10 Minuten ruhen, dass er nochmal ein bisschen aufgeht. So, und nach 10 Minuten steche ich jetzt ein paar Löcher hinein mit den Fingern und verteile dann den Kümmel obendrauf. Wer es mag, kann auch Sesam nehmen. Also ich mag es mit Kümmel. So, jetzt habe ich den Kümmel auf dem Fladenbrot verteilt und jetzt kann ich ihn in den Ofen schieben bei 200 Grad, so circa 15 Minuten. So, nach einer Viertelstunde habe ich das Brot hinausgeholt, habe es schon zurechtgeschnitten. So sieht das etwa aus. Ja, dann wünsche ich euch einen guten Appetit und ja, viel Spaß beim Nachmachen. Dann bis bald.